ich bin die Beate vom Tierkunstatelier. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das erste Video aus meinem Atelier in diesem neuen Jahr. Und heute zeige ich euch, wie dieses Ölporträt entstanden ist, wie ich das gemalt habe. Das wird ein Art Dreamcatcher, das heißt, ich werde noch die Hundewolle verarbeiten und deshalb ist es rund. Es ist auf einer mit Leinwand bezogenen Platte gemalt und das Besondere an diesem Porträt ist, dass ich es mit wasservermalbaren Ölfarben gemalt habe. Ich bin nämlich umgestiegen vor einiger Zeit von den normalen Ölfarben auf wasservermalbare Ölfarbe, weil ich komme nicht so ganz klar mit diesem Gestank. Man muss Pinselreiniger nehmen, die auch stinken, und sonst kriegt man die Pinsel nicht sauber und halt auch verdünnen. Da muss man auch spezielle Flüssigkeiten benutzen und es stinkt immer und die Pinsel kriegt man so schlicht sauber. Und das mochte ich nicht mehr haben und deshalb bin ich auf die wasservermalbaren Ölfarben umgestiegen. Und was soll ich sagen, ich liebe sie. Wirklich, ich liebe wasservermalbare Ölfarben. Ich werde dabei bleiben und ja, heute zeige ich euch ein bisschen was und erzähle auch noch ein bisschen was dazu. Also viel Spaß beim Schauen und jetzt geht's los. Das sind alles meine wasservermalbaren Farben. Ich habe zwei Firmen. Also ich habe mir die wasservermalbaren Ölfarben natürlich auch selbst gekauft. Also es ist nichts gesponsert. Und ich benötige für meine Tierporträts nur bestimmte Farben. Ich möchte nicht allzu viel mischen, damit ich mir Zeit spare. Das ist, also das muss bei mir nicht sein. Ich weiß, welche Farben ich ungefähr benötige und die benutze ich auch. Also ich habe hier ein Yellow Ochre, also einen gelben Ochre. Dann habe ich ein Sienna gebrannt, ein Umbra gebrannt und ein Van Dyck Braun. Ja, benutze ich nicht so oft, aber schon. Dann habe ich noch ein Payne's Grau, also ein neutrales Grau. Und dann habe ich noch zwei Blautöne. Ich habe ein Ultramarin von Cobra und von Lukas Berlin habe ich ein Celine Blau heißt das. Das benutze ich oft für Hintergründe bei den Daily Paintings. Und dann habe ich noch ein Lack Rosa. Das benutze ich meistens für die Zunge und dann mische ich natürlich. Ne? Dann mische ich mir natürlich schon die Farben an, weil manche Zungen sind auch violett und so weiter. Und dann habe ich natürlich noch ein Schwarz, hier ein Elfenbeinschwarz und ein Titanweiß. Und das ist eigentlich alles, was ich für Tierporträts als Palette benötige. So, jetzt mit Wasser verdünnt. Super. Jetzt Umbra gebrannt. Mit Wasser verdünnt. Super. Ganz toll. Gut, das Van Dyck Braun ist ja fast schon wie das Umbra gebrannt. Es ist ein bisschen dunkler und hat einen anderen Ton. Aber okay. Ja, das Umbra gebrannt ist natürlich ein bisschen wirklich super. Das ist das Krapplack.
tun wir mal ein bisschen Wasser rein. Noch. Sehr schön. Das ist natürlich ziemlich stark. Jetzt verdünne ich das. Ultramarin, blau natürlich, sehr stark, sehr schön. Und jetzt ein bisschen mit Wasser verdünnt. So sieht es aus. Ist in der Tiermalerei gut, sehr gut zu gebrauchen. Und ja, das ist also wirklich wichtig für mich, ein kleines Grau zu haben. Halt eben wie im Aquarell. Und jetzt mit Wasser verdünnen. Einfach genial. Wirklich genial. Und verdünnen. So, jetzt haben wir noch das Weiß. Titanweiß ist eben Titanweiß. Ich habe hier für die Farbproben ein Öl-Acrylmalblock benutzt, weil natürlich normales Aquarellpapier oder sowas würde die Farbe ziemlich aufsaugen und das wollte ich halt nicht. Also das habe ich noch hier gehabt zu Hause und ja, noch nicht benutzt und da habe ich das dafür benutzt. Der Pinsel ist vollkommen sauber. Also das ist halt der Unterschied. Es stinkt nichts. Ich habe keine Lösungsmittel. Nur Wasser und mir ist das viel, viel lieber als die klassischen Ölfarben. Thank you.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und vergesst auch nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen von meinen Videos mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss!